Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Dark Side Chronicles Operation Javier. Im letzten Part haben wir... Warte, muss ich kurz mal selber gucken. da haben wir Kapitel 3 abgeschossen und haben erfahren, ja, wieso das Veronica-Virus in Manuela überhaupt injiziert wurde. Ja, und gar nicht mal weil man sie ihr schaden möchte oder weil der Vater ein Psycho ist, was zum Teil natürlich trotzdem stimmt, aber es ist nicht hundertprozentig deswegen, sondern eher, ja, um sie vom Ableben zu beschützen, weil sie anscheinend eine Krankheit hat, die ihre Mutter hatte und die nicht heilbar ist, und durch dieses Virus hat sie anscheinend irgendwie überlebt. Anscheinend, so wie ich das verstanden habe. Also durch das Virus, dadurch, dass sie anscheinend auch ihre menschliche Form behält. Deshalb muss sie sich wahrscheinlich auch den Anweisungen ihres Vaters unter Anweisungen des Vaters leben, damit dieser Virus sich hier anpasst und damit sie nicht mutiert und damit sie damit dann ihr Leben weiterführen kann. Irgendwie anscheinend, so war anscheinend der Plan oder sowas. Aber ich blick dann trotzdem nicht durch, weshalb Javier dann so durchdreht und die ganzen Biowaffen freilässt und Zombies überall verbreitet, auch im Dorf, wo wir mit Krauser am Anfang waren. Das ist eine verdammt gute Frage. Also irgendwie blicke ich da noch nicht ganz, ganz hinter. Müsste ich echt mal vielleicht nochmal nachlesen oder sowas. Okay, machen wir weiter mit Kapitel 4. Und glaubt mir, Leute, dieses Kapitel wird nochmal extrem spannend. Im letzten Part haben wir mit Leon gespielt, jetzt spielen wir mit dem guten Jack Krauser. Let's go! Jack Krauser ist wieder für seine Mission bereit. Comrade. Ready, Comrade? Let's go! Manuela told us everything she knew. When she was 15, she contracted the same fatal disease that her mother had. The Veronica virus was used as a form of treatment, and consequently she recovered. It must have strengthened her cells. However, the virus can severely damage its host's brain cells, and if incompatible, will take them over. Completely. Even Ashford's researchers were unable to control it. There appears to be no exception to this. Outside of Javier's treatment of Manuela, somehow, he's managed to keep her from turning into a monster. Leon. We should take care of the girl before it gets too late. It's only a matter of time, Leon, before she becomes a threat. Javier knows something. He's been able to prevent Manuela from transforming. I have to take her with me and find out how. Antivirus weapon protocol number 7600. You're on a special assignment for the president. My mission is to eradicate this virus once and for all. And with your help, I intend to do just that. Well, I am a soldier. And if your orders are from the president, then I'm on your side. Let's go. Time to kick some ass. He sure went all out on security. Maybe he doesn't like door-to-door salesmen. Oh Gott, das war so eine epische Szene. So this is Javier's army, huh? The sacred snakes. What has he done? Strap a grenade. Then let's use them to our advantage. Wir haben auch Granaten.
Das war so eine epische Szene, wie Leon und Krauser sich die Hand... Das war so eine epische Szene, wie Leon und Krauser sich die Hand gegeben haben und dann einfach so als Zeichen so, ja, beenden wir die Mission gemeinsam. Zeit, ein paar Ärsche zu treten, ja, Mann. Ja, Mann, einfach so eine epische, geile Szene. Jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Witz, ey. Oh ja. Und dann, wenn man diese Szene dann vergleicht und dann sich Teil 4 anschaut, man könnte heulen. Okay, jetzt nicht wortwörtlich heulen, aber es ist schon traurig. Die halten hier voll gut zusammen, sind voll das coole Team. Und in Teil 4 sind es einfach richtige Feinde. Zumindest aus Krausers Sicht. Leon ist einfach nur geschockt. noch mehr Zombies. Ach ja, und ja, ah, okay, jetzt muss ich mir. Ich muss mir doch nicht durchlesen, weshalb die ganzen Biowaffen frei sind und die ganzen Zombies hier rumlaufen. Ich bin aber auch doof, ja. Das liegt einfach daran, ja, der Vater sei mal wirklich ein Psycho und hat es irgendwie auch geschafft, selbst Zombies und mutierte andere Biowaffen zu kontrollieren. Das heißt, er braucht keine lebendigen Menschen mehr um seinen Palast herum, denn. Look, it's our welcoming party. Ja, voll. Der nimmt einfach die ganzen Zombies und die ganzen Biowaffen. Der nimmt einfach die ganzen Zombies und die ganzen Biowaffen als seine Wächter. Hässlich! Und die. Und anscheinend können die wirklich Befehle anscheinend irgendwie gehorchen. Halt, sind es da nicht nur hier nur so Zombies, die einfach beißen. Die wollen nur uns Amerikaner hier töten. Also nur Jack und Leon. Nur die beiden wollen sie killen. Holy shit. Sind wir in Sicherheit? Wollen wir es doch mal hoffen, nicht wahr? Oh shit. It's dark in here. What is this? The BOW storeroom? Looks like it. Well, let's not wait around for inventory. Shit, we're locked. They're coming! Natürlich! Bam! Na komm! Bam! Weg mit euch! Boah, Kopf ist weg! There must be a way out somewhere. Geschafft! Let's go. What the? Javier's victims. Why would he? Let's keep going. We need to find this guy. Where do we go? Ich sag ja, das ist ein Psycho. Das ist ein richtiger Psycho. Das sind all seine Opfer. All die Experimente, die er auch damit gemacht hat. Das ist einfach nur krank, der Junge. Der Typ ist krank. Da! Bam! Weg mit dir. Oh, du lebst ja immer noch. Oh, wie eklig. Wow! Ja, komm. Boah, Headshot! Headshot! Haha! Oh, ist das krank, Alter. Müsst ihr euch vorstellen, so einer richtet so einen Raum ein. Oder eiserne. Ja, der hat wirklich Leichen im Keller, wirklich. Wortwörtlich. Einfach nur krank. Weg mit dir. Du auch. Boah,
Kopfschuss, Alter. Wow, das war knapp. That was close. Sag ich doch. Look, a letter. Ab nach oben, wo kommen wir jetzt hin? Oh shit. Who are these guys? They were my doctors. It's my fault. I made them tell me how they cured my illness. And then my father. Ey, dein Vater ist ein kranker Psycho, ich sag's ja immer wieder. Oh nein. Nein! Geh weg! Hau ab! Sag mal! Was verstehst du an Hau ab nicht? Auch nicht noch einer! Nö! Ah, grünes Kraut! Wow! Das war knapp! Boah, Headshot! Der ist voll weit weggeflogen! Der auch! Oh, der nicht! Ah. Na komm! Geh down! Besser! So where the hell is Javier? There is one place I can look. Somewhere he was never allowed to go. Take us there. Genau, bring uns besser hin. What is this? It's a greenhouse. More like a botanical garden. What the hell is that? Great. Go again. Auf ein neues. Genau. Ja, was ist das denn, diese riesige Pflanze in der Mitte? Was könnte das wohl sein? Leon, look. That's the former researcher from Umbrella. Shit. We needed to question him. Well, he's no good to us now. We have no choice. We gotta go up. Ein Forscher von Umbrella? War das... Ein Forscher von Umbrella? Den habe ich jetzt gerade nicht so richtig wahrgenommen. Weil ich damit beschäftigt war, was ich erzählen wollte. Ja, diese Pflanze da, was es damit auf sich hat, das werden wir auch noch in Erfahrung bringen. Oh ja. Oh nein. Aber der Forscher von Umbrella, ist es dann der Typ jetzt, der Javier das Veronica-Virus gegeben hat? Weil wenn nicht, dann vermute ich immer noch jemand anderes. Oh ja. Alter! Oh, du bist zu schwer! Guck mal, jetzt ist das kaputt hier. Mann, ey. Bleib da, wo du bist. Goodbye. We need to get out of here. Oh, an die Stelle kann ich mich auch noch erinnern. Da kommen auch gleich wieder viele. Glaube ich. Ja, vor allem die. Ich erinnere mich an diese Jungs. Ja, das glaube ich dir sofort, Leon. Boah, voll weggeflogen. Ja, die kannte man auch aus Raccoon City im Labor. Nest. Im Hive. Weg mit euch.
Oh Gott! So. Ha! Habe ich dir deinen tollen Auftritt versaut, hä? Oh. Wow, voll weggekickt. Er ist down. Er ist tot. Ein für alle Mal. Ja, okay. Ist ja gut. Wo sind wir jetzt? You okay? Ich meine, wo sind wir jetzt? Ich bin ja mit Krauser. Da muss ich so reden. Come on, Comrade. Kamerad, wir fahren mit Aufzügen. Oh, grünes Kraut. Und Zombies. Ihh, hässlich. Oh, Na komm. Ja, richtig. Richtig cool. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, shit. What is this place? Well, it sure ain't the guest room. Das glaube ich auch nicht. Okay. Oh nein. Noch mehr von diesen Viechern. Geil! Magnum! Headshot! Weg mit dir. Ich kann nicht treffen. Ha! Ich kann doch treffen. Oh shit! Bleib da, wo du bist. Wie der immer weiter wegfliegt. Na komm. Und den Stress könnt ihr alle haben. Da kommen die Nächsten. Gib her. Danke. War's das? What's in there? I got a bad feeling about this. These are all human organs. Missing girls. Manuela! Her organs must be transplanted regularly. What are you talking about? He helps with the pain, keeping the virus at bay. But that's only for the first 15 years. If you had just let me die, none of this would have ever happened. No. I couldn't just watch you die. In nature, the predators who prey on others only grow stronger and thrive. You crazy, selfish old fool! Considering you brought my daughter back, I will grant your death's meaning. Alter, das ist so ein krankes Schwein! Holy shit! Ja. Das ist so ein krankes Schwein! Der hat die ganzen verschwundenen Mädchen entführt und nur für diese Zwecke benutzt. Für diese Zwecke umgebracht! Heftig! Einfach nur krank, einfach nur geistesgestört.
Ich meine... Oh Gott! Wie sollen wir das schaffen? Ich meine, irgendwo... Es ist hier auch was... Ja, ne? Er will seine Tochter retten, kann ich ja irgendwo verstehen. Aber... Wenn er dadurch über Leichen geht und dadurch andere tötet, was ist das dann bitte? Das ist dann krank. Das geht gar nicht. Das ist einfach nur krank. Und dieser Javier macht mit seiner Sonnenbrille einen auf Wesker. Wirklich. Der macht ein Feuer auf Wesker. Aber Wesker steht die Sonnenbrille mehr. Wesker ist halt cooler. Oh oh. Der hat die Farbe geändert. Bitte jetzt wütend? Oh shit! Das wirkt nicht! Manuela? Great river will watch you as you dream. Manuela, get out of here! Don't Manuela, stop singing! I'm okay! I don't know why, but if I sing this song, it would attack me! Oh no! Krauser, let's go! Oh oh. Ja, okay, immer wenn es singt, wird dieses Vieh ganz ruhig. Aber nicht, wenn sie aufhört. Anscheinend, glaube ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Will man ja auch nicht unbedingt ausprobieren! Schnell! Beenden wir es. Na komm. Son of a bitch. Vorsicht, nicht fallen. Oh shit, oh shit. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, Comrade. Javier ist gone. We gotta go after him. Krauser! Okay? It's nothing. Mother? I don't want to live. If it means others have to die. Holy shit. Ach du Scheiße. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, das war eine spannende Folge. Das war ein spannendes Kapitel. Und da haben wir es gesehen. Ja, das wird eine sehr spannende Folge. Und auch, das war eine sehr spannende Folge. Ich habe es euch gesagt. Ja, auch Krauser, der hat so ein komisches Ding da, so ein Holz, nee, aus Holz war das bestimmt nicht, aber irgendwas halt von diesem Monster hat er da voll in den Arm bekommen
Und das ist zufälligerweise auch exakt genau dieser Arm, der verwundet wird, der in Resident Evil 4 dann mutiert. Das ist genau dieser Arm. Oder? Ja, doch. Das ist dieser Arm. Das ist der linke Arm, der da verletzt wird, der in Resident Evil 4 dann mutiert. Und ich weiß nicht, wie das überhaupt zustande kam. Das habe ich überhaupt nicht mehr wirklich im Kopf. Ist das überhaupt zustande gekommen, weil er damit von diesem knochigen Pfeil da getroffen wurde? Hat er da jetzt irgend so ein Virus in sich? Hat er jetzt den Veronica-Virus auch irgendwie in sich oder sowas? Und ist deshalb irgendwie in der Lage zu mutieren oder sowas? Also seinen Arm zu mutieren? Oder hat man ihm wirklich irgendwie sowas, irgendwas anderes verabreicht? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man ihn dem Parasit, den Las Plagas, eingesetzt hätte und dass er deswegen seinen Arm mutieren kann. Was ich mir aber nicht unbedingt vorstellen kann, weil die Parasiten sind ja irgendwie anders in der Lage zu mutieren. Glaube ich. Wenn die so in der Lage zu mutieren sind, weiß ich nicht. Ich muss mich darüber echt nochmal informieren, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es durch diese Wunde, die ihm zugefügt wurde, durch diese Biowaffe, dass er dadurch jetzt infiziert ist irgendwie, eventuell, vielleicht. Weiß ich nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder es kann sein, dass man ihm wirklich irgendwas irgendwann im Nachhinein wie diesen Las Plagas implantiert hat. Weil, warum werdet ihr dann sehen? Weil dieser Arm ist schon sehr, das sieht schon sehr schmerzhaft aus. Es sieht schmerzhaft aus. Auch wenn er sagt, es ist nichts, aber ja, trotzdem, sowas muss echt wehtun. Man hat auch richtig gesehen, diese Wut in Krausers Augen, Alter. Der war da richtig angepisst, ey. Oh shit, Leute. Ja, Leute, im nächsten Part kommen wir zum letzten Kapitel der Story, Operation Javier, Kapitel 5, das letzte Kapitel, das große Finale. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder beim großen Finale von Operation Javier. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Resident Evil The Dark Side Chronicles. Bis dann und ciao.